Wir beginnen heute mit einem Vortrag von Frau Professor Dr. Silke van Dijk. Sie ist schon gekommen. Sie ist eigentlich in Köln geboren, hat aber einen kurzen Anreiseweg aus Jena gehabt. Erlauben Sie mir eine kurze Vorstellung Ihrer Person. Sie hat Diplom-Sozialwirtschaft in Göttingen und in Helsinki in Finnland studiert, hat dann 2000 ihren Abschluss als Diplom-Sozialwirtin gemacht, um als Promotionsstipendiatin im DFG-geförderten Graduiertenkolleg die Zukunft des europäischen Sozialmodells ihre Studien in Göttingen fortzusetzen. 2005 hat sie mit Summa Cum Laude ihre Doktorprüfung abgeschlossen, um dann an verschiedenen Institutionen, unter anderem und vor allem an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena zu arbeiten. Als Projektleiterin hat ein erneutes Forschungsstipendium des DFG bekommen zu den Postwachstumsgesellschaften bis 2013 und hat 2014 den Ruf als Professorin für Soziologie sozialer Disparitäten am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Universität Kassel angenommen. Da hat sie es aber nicht gehalten, sondern seit April 2016 ist sie Professorin für politische Soziologie des Instituts für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Wer gestern schon Herrn Häuser gefolgt ist, konnte merken, wie auf der einen Seite die kulturellen Verwerfungen als neue Konfliktlinien aufgemacht werden und auf der anderen Seite dann doch immer wieder soziale, ökonomische Perspektiven eine Rolle spielen bei der Frage, was ist die neue Mitte? Umso mehr freue ich mich, dass heute den Auftakt Frau Professorin van Dijk macht mit dem Titel Ökonomische Notwehr oder autoritäre Wende – Kontroversen um das Erstarken der neuen Rechten in Europa. Herzlich willkommen im Hygienemuseum in Dresden. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die Vorstellung und natürlich auch vor allem für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein, wobei das mit dem Freuen so eine Sache ist, denn der Anlass, warum wir hier sind oder die Tagung haben, ist nun weniger erfreulich. Es geht ja in der Tagung vor allem darum, auch die Vielfalt der rechten und autoritären Kräfte zu vermessen, die gerade an Zulauf und Stärke gewinnen, die aber sicherlich eint, dass sie sozusagen einen autoritären Umbau von Staat und Gesellschaft vorantreiben, verbunden mit einer radikalen Anti-Flüchtlings- und Anti-Migrationspolitik. Das ist ein breites Feld, das wird jetzt weniger mein Thema heute sein. Mein Thema soll sein, die Kontroversen und die Deutungen zu beleuchten, warum es zum Erstarken der neuen Rechten gekommen ist. Aber ein Punkt vorweg ist, denke ich, mit Blick auf die Vielfalt relativ wichtig, jetzt bei meinem Thema, wenn es auch um ökonomische oder sozialpolitische Fragen geht, dass wir gerade hier eine sehr große Bandbreite im rechten Feld finden von Kräften, die wie zum Beispiel der Front National oder auch die NPD sehr klar völkisch-nationalsozial sind und Kräften wie der FPÖ oder auch Teilen der AfD, die ein starkes neoliberales Erbe haben. Trotzdem eint diese Kräfte, man könnte sagen, eine Kritik des Liberalismus, eine Kritik von Globalisierung und Freihandel, aber auch insbesondere eine Kritik der progressiven Elemente des Liberalismus, also der Freiheitsrechte, des Minderheitenschutzes, der Antidiskriminierungspolitik. Die interessante Konstellation, die wir aktuell haben und die gerade für die emanzipatorischen Kräfte in der Gesellschaft, glaube ich, eine völlig neue Konstellation ist, dass wir, wie wir Soziologinnen sagen würden, schon so etwas wie eine Hegemoniekrise des Neoliberalismus haben, dass dieser aber anders, als man das lange gedacht hat, darauf komme ich auch gleich zurück, weniger von links in Frage gestellt wird als von rechts. Und das ist eine völlig neue Konstellation. Wenn ich jetzt über kontroverse Deutungen zum Erstarken der neuen Rechten spreche, dann muss ich doch noch mal eingrenzen, in welcher Hinsicht das tue. Wir haben natürlich einerseits eine Konfliktlinie zwischen denjenigen, die die Deutungen und Interpretationen rechter Kräfte in gewisser Weise übernehmen, also quasi die Linie Seehofer, Migration ist die Mutter aller Probleme. Diese Linie wird nicht mein Thema sein, sondern ich werde mich mit den Kontroversen in dem im weitesten Sinne kritischen oder problematisierenden Feld befassen. Und auch hier sozusagen gibt es viele Konflikte. Man könnte sagen, zugespitzt, der Konflikt entzündet sich an der Frage, ob hier besorgte BürgerInnen ein berechtigtes, wenngleich fehlgeleitetes Gerechtigkeitsstreben artikulieren oder ob hier Nationalisten und Rassisten am Werk sind, die ihre Privilegien als weiße Deutsche zu sichern suchen. Beobachten wir also, um es zugespitzt zu formulieren, ein legitimes Schutzbedürfnis
oder einen Angriff aus der Mitte der Gesellschaft, der sich gegen alles richtet, was als anders markiert wird. Haben wir es also mit einer ökonomischen Notwehr oder einer autoritären Wende zu tun? Und man ahnt es vielleicht jetzt schon und ich werde am Ende sagen oder zeigen, warum genau dieses Oder das Problem ist. Ich werde in zwei Schritten vorgehen, denn ich denke, wir können nicht über den Zustand der Demokratie diskutieren und auch die Kontroversen darum nicht vermessen, wenn wir uns die von rechts herausgeforderte liberale Gesellschaft nicht etwas genauer angucken. Das möchte ich zunächst tun und zeigen, warum wir die Entwicklung nur verstehen können, wenn wir uns auch neoliberale Technokratie und daran anschließenden autoritären Kapitalismus genauer anschauen. Ich möchte aber dann im zweiten Schritt zeigen, warum es absolut fehlgeleitet ist, aus diesen Entwicklungen wiederum jetzt das Erstarken der Rechten abzuleiten und warum darin ein großes, aus meiner Sicht, ein brisantes politisches Problem liegt. Aber zum ersten Schritt, also die liberale Gesellschaft, die von rechts herausgefordert wird. Der französische Philosoph, ganz kurz vielleicht zu den Folien, Sie können die auch vollkommen ignorieren und nur mir zuhören. Hier sind die Zitate drauf, die, wenn sie wichtig sind, werde ich sie lesen, manchmal nochmal zusätzlich zum Hintergrund, aber wenn Sie das stresst, gucken Sie einfach mich an, das geht auch. Also, der französische Philosoph Jean-Claude Michéa hat mal sehr pointiert geschrieben, bekanntermaßen hat der zeitgenössische Kapitalismus, während sich die totalitären Gesellschaften an das simple und an Menschenleben aufwendige Prinzip der Einheitspartei halten, dieses bedeutend eleganter und effizienter durch die Einheitsalternative ersetzt. Diese Einheitsalternative ist der Markt und eine Einheitsalternative ist eigentlich mit demokratischen Prinzipien der Pluralität und des politischen Streits schwer vereinbar. Und tatsächlich ist das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus, und ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, seit jeher ein schwieriges, trifft doch ein System der politischen Gleichheit auf ein System, das soziale Ungleichheit erzeugt. Und den Grundwiderspruch der Demokratie, den hat eigentlich Aristoteles schon formuliert, lange bevor es sozusagen einen Kapitalismus in dem Sinne gab. Denn er sagte, wenn es in einer Demokratie Reiche und Arme gibt, würden die Armen ihre demokratischen Rechte dazu einsetzen, den Reichen den Reichtum zu nehmen. Aristoteles sah dafür jetzt zwei Lösungen, die Demokratie abzuschaffen oder die Armut abzuschaffen, und er plädierte für Letzteres. Jetzt kann man sagen, faktisch wurde in der Geschichte, zumal in den modernen Wohlfahrtsstaaten des Westens, beides praktiziert. Armut und soziale Ungleichheit wurden durch soziale Infrastruktur und Umverteilung abgemildert, während der grundsätzliche Streit um das kapitalistische System aus der politischen Landschaft verbannt wurde. In Deutschland denke man an das KPD-Verbot 1956 oder auch die Berufsverbote. Entstanden war ein Klassenkompromiss, auf den ich noch zurückkommen werde, ein gewisses soziales Gleichgewicht bei gleichzeitiger Einschränkung politisch wählbarer Alternativen und wie wir sehen werden, ein sehr fragiles Gleichgewicht, das im Neoliberalismus aufgebrochen ist. Im Osten, so könnte man zugespitzt mit Aristoteles sagen, hat man gleich beides abgeschafft, die Armut und die Demokratie. Seit den beginnenden 80er Jahren und verschärft dann nach 89 hat sich mit vielen Unterschieden in den Ländern aber eine Hegemonie des Neoliberalismus etabliert. Und der hat einen ideologischen Rahmen geschaffen, im Kontext dessen sozusagen durch Deregulierung, Flexibilisierungs-, Prekarisierungsprozesse, Sie kennen das alle, soziale Rechte abgebaut wurden, soziale Ungleichheiten und Spaltungslinien bedeutender geworden sind. Entscheidend für mein Argument und für die weitere Diskussion ist nun, dass dieses Paradigma des Neoliberalismus im Modus des Sachzwangs und des Postulats der Alternativlosigkeit, der ökonomischen Zwänge, des Globalisierungsdrucks kommuniziert worden. Angela Merkel ist die Meisterin darin gewesen, von alternativloser Politik zu sprechen, 2009 das Unwort des Jahres. Oder man denke zum Beispiel an die Diskussionen um das griechische Referendum, das sozusagen die Austeritätspolitik durch die Troika ablehnte. Und in der Situation sagte der Finanzminister Wolfgang Schäuble wortwörtlich, man kann nicht zulassen, dass Wahlen die Wirtschaftspolitik beeinflussen. Das ist natürlich eine super zentrale Frage, wenn wir über Demokratie heute sprechen. Und jetzt kann man sagen, in Zeiten, da die Armut zunimmt, und das ist das, was wir im Neoliberalismus beobachten, um noch einmal an Aristoteles Alternative zu erinnern, also die Armut nimmt wieder zu und man kann parallel sehen, wie eben an der demokratischen Schraube gedreht wird.
Eine ganze Reihe von Wissenschaftlerinnen haben untersucht, wie der Neoliberalismus sukzessive die Demokratie aushöhlt, so Colin Crouch zum Beispiel in seinem bekannten Buch Postdemokratie oder auch Wendy Brown jüngst in ihrem Buch Die schleichende Revolution, in dem sie aufzeigt, wie die ausschließliche Orientierung an Unternehmensinteressen die Demokratie entkernt. Die liberale Markttechnokratie ist ebenso, und das ist ein bedeutsamer Punkt, wie der autoritäre Populismus, und das ist vielleicht eine unterschätzte Gemeinsamkeit bei allen Unterschieden, über die ich später sprechen werde, radikal antipluralistisch. Jan-Werner Müller hat es so formuliert: Schließlich suggerieren die Technokraten, es gäbe nur eine rationale Policy, während ein Populist behauptet, es gäbe nur einen wahren Willen des Volkes. Hier treffen sich also wirklich einmal zwei Extreme, nämlich in ihrer antipolitischen Haltung. Oder man könnte sagen, anders formuliert, wo der populistische Politiker behauptet, den Einheitswillen des Volkes zu verkörpern, präsentiert sich die liberale Politikerin als Übersetzerin der Einheitsalternative des Marktes. Und der Punkt, warum ich das jetzt dargelegt habe, diese Form faktischer Anti- oder Postpolitik ist aus meiner Sicht zumindest mitverantwortlich für das Erstarken rechter Kräfte und die ihnen eigene Establishment-Kritik. Denn an dieser Stelle muss man sagen, leider ist es zutreffend, um jetzt mal die klassische Terminologie der Rechten zu verwenden, dass die da oben lügen, wenn sie behaupten, es gäbe keine Alternative. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dazu kommen noch mal ganz andere Fragen, dass wir sehen können, dass das demokratische System soziale Ungleichheiten insofern reproduziert, als dass Menschen mit wenig Bildungs- und ökonomischen Ressourcen signifikant seltener Mitglieder in Parteien sind, an Wahlen teilnehmen, an anderen politischen Aktivitäten teilnehmen und somit sozusagen es in Anführungsstrichen in diesem System rational wird, die Interessen und Belange dieser Menschen auch weniger zu vertreten. Also das ist sozusagen die in die Demokratie eingelassene Ungleichheit. Für unsere Diskussion und unser Thema ist aber jetzt hier entscheidend, dass diese neoliberale Hegemonie angefangen, also sozusagen Risse bekommen hat. Und das begann insbesondere mit der Weltfinanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009 folgende. Und ich glaube, es war die Situation, als plötzlich Hunderte von Milliarden zur Verfügung standen, um Banken zu retten, als doch in immer breiteren Teilen der Bevölkerung der Umstand, der vorher vermeintlich alternativlos war, dass es kein Geld für Bildung, kein Geld für Infrastruktur, kein Geld für Sozialleistungen gibt, dass der unter diesen Bedingungen, als dieses Geld plötzlich für andere Zwecke mobilisiert wurde, fragiler wurde. Zunächst war das, ich habe es eben schon erwähnt, vor allem eine Artikulation der Kritik von links. Man erinnere sich an die Protest- und Occupy-Bewegungen 2010, 2011. Man erinnere sich an die innereuropäischen Konflikte um die durch Deutschland forcierte Austeritätspolitik, an den Wahlsieg von Syriza in Griechenland, die Stärkung von Podemos in Spanien und so weiter und so fort. In der Hinsicht sozusagen wurde eben die neoliberale Politik zunehmend weniger als alternativlos akzeptiert. Und ich habe es eben schon am Beispiel Griechenlands gezeigt, wenn Hegemonie schwindet und Hegemonie heißt sozusagen eine Herrschaft, die eben auch durch den Konsens und mit der Unterstützung der Beherrschten getragen wird, wenn diese Hegemonie brüchiger wird, dann wird in der Regel treten sozusagen autoritäre Steuerungsmechanismen an die Stelle. Und das ist etwas, was verschiedene Kollegen und Kolleginnen, zum Beispiel Frank Deppe mit dem Topos des autoritären Kapitalismus für die Bearbeitung der Situation und der Krise in Griechenland herausgearbeitet haben. Das heißt, der Technokratie folgt dort, wo sie angegriffen wird, ein zunehmend autoritärer Kapitalismus. Wichtig ist an dieser Stelle jetzt, und das ist relevant, wenn es um die Deutung des Erstarkens rechter Kräfte und eines autoritären Populismus geht, die Problematisierung des autoritären Populismus durch die etablierten politischen Kräfte tendiert im Umkehrschluss häufig dazu, die antidemokratische und autoritäre Politik des Neoliberalismus zu entproblematisieren. Also man könnte sagen, die Kritik am Rechtspopulismus dient durchaus teilweise eben auch der Bearbeitung der neoliberalen Hegemoniekrise und dieses System erscheint plötzlich als lupenreine Demokratie, trotz der eben von mir beschriebenen Demokratiedefizite. Ich glaube, diesen Hintergrund und diese Form der Antipolitik und der Stillstellung des politischen Streits darüber, wie eigentlich Wirtschafts- und Sozialpolitik gestaltet werden soll, ist eben in diesem Sinne antidemokratisch. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund, Franziska Giffey
Die Familienministerin, die quasi als einziges prominentes Mitglied der Bundesregierung in Chemnitz vor Ort war, ist aber abgereist mit dem Vorschlag, man solle doch bitte ein Gesetz zur Demokratieförderung verabschieden. Und das ist unter diesen Bedingungen natürlich eine problematische, ja sicherlich für viele Menschen, zumal in Ostdeutschland, doch eher zynische Reaktion im Kontext eines Systems, was von vielen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik eben gerade nicht als demokratisch erfahren wird. Ein zweiter Punkt ist an der Stelle sehr wichtig, nämlich diese langjährige Politik des Sachzwangs und der Alternativlosigkeit beeinflusst natürlich den politischen Prozess. Das heißt, in einer Konstellation, wo man den Menschen jahrelang erzählt hatte, dass man eigentlich nichts gestalten kann, kam mit der Flüchtlingspolitik plötzlich eine andere Konstellation. Und da das meine Kolleginnen Sarah Nies und Wolfgang Menz, finde ich, treffend formuliert haben, möchte ich an dieser Stelle das Zitat lesen. Die Aufnahme oder das Abweisen der Opfer von Krieg und Verfolgung erscheint damit als letztes Residuum der politischen Handlungsfähigkeit angesichts von allgemein durchs ökonomische determinierten gesellschaftlichen Verhältnissen. Vor dem Hintergrund der erlebten Handlungsohnmacht im ökonomischen, sozialen und arbeitspolitischen Umfeld verschieben sich so die Erwartungen an Handlungsmächtigkeit auf das Feld der Migrations- und Flüchtlingspolitik. So richtig diese Diagnose ist, um die Politisierung insbesondere dieses politischen Feldes zu verstehen, so gefährlich ist, und damit komme ich zu meinem zweiten Block, so gefährlich ist es, aus dieser Konstellation quasi das Erstarken der Rechten als Rebellion der Angehängten im Kapitalismus zu begreifen. Und darüber möchte ich jetzt im Folgenden sprechen. Wichtig ist vielleicht hier doch auch nochmal, wie eben schon gesagt, in Erinnerung zu rufen, wir haben ein ungewöhnlich breites Spektrum von Akteuren, das den Neoliberalismus, das die Wirtschafts- und Sozialform der Gegenwartsgesellschaft kritisiert. Und ich möchte sagen, dass natürlich sozusagen die Revitalisierung oder die Rückkehr der sozialen Frage, wie wir es auch mit den Occupy-Bewegungen oder auch anderen politischen Kräften, insbesondere in den südeuropäischen Ländern gesehen haben, dass das ein großer Fortschritt ist, eine Thematik, die lange Zeit wenig in der Öffentlichkeit scheint, soziale Ungleichheit, Vermögensungleichheit, Klassenverhältnisse. Aber ich würde sagen, diese Rückkehr der sozialen Frage hat einen hohen Preis. Die populäre Deutung, und das ist mein zweiter Punkt, dass die Unterstützung der neuen Rechten eine politische Notwehr der ökonomisch Abgehängten sei, das ist aus meiner Sicht eine Pauschaldiagnose, die empirisch falsch und politisch hochgradig gefährlich ist. Ich werde am Ende darauf zurückkommen, wie man damit umgehen kann und zugleich anerkennen kann, dass wir uns die politökonomischen Rahmenbedingungen, über die ich zuvor gesprochen habe, vergegenwärtigen. Vielleicht einfach einmal kurz die Empirie vorweg. Man denkt ja immer, das müsste doch jetzt eigentlich leicht zu klären sein. Wer, wenn wir jetzt die AfD nehmen, also Wahlentscheidung, wer wählt die denn eigentlich? Und dann wissen wir, sind es jetzt die Prekären und die Abgehängten oder andere und so weiter. So einfach ist es nicht. Insgesamt kann man sagen, wenn man sich die Empirie anguckt, dass die Deutung von der Notwehr der unteren Schichten das Problem an die unteren Ränder der Gesellschaft verschiebt und damit eine, man könnte sagen, sehr praktische Entlastung der Mitte der Gesellschaft ist. Wahlweise gibt es in Deutschland noch die Entlastung, dass man es ausschließlich zu einem Problem der neuen Bundesländer oder zu einem Ostproblem erklärt. Wenn man sich jetzt die Datenlage nicht nur für Deutschland, sondern auch für die anderen europäischen Länder oder die USA anschaut, dann muss man sagen, zum Beispiel für die USA, dass diejenigen mit den niedrigsten Einkommen mehrheitlich Hillary Clinton gewählt haben, dass die Durchschnittseinkommen der AfD-Wählerinnen eher leicht überdurchschnittlich sind, also auch gegen eine allzu einfache Verknüpfung von ökonomischer Lage und rechter Orientierung sprechen. Allerdings, auch das müssen wir sehen, es ist richtig, dass Arbeiter und ArbeiterInnen, je nach Definition natürlich, Arbeitslose, Menschen mit geringeren Bildungsressourcen und auch Gewerkschaftsmitglieder in Deutschland überdurchschnittlich häufig die AfD gewählt haben. Und hier kommt aber jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Sie haben dies leicht überdurchschnittlich getan. Das heißt aber eben im Umkehrschluss keineswegs, dass die Mehrheit aus diesen Gruppen AfD gewählt hätte. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, so wichtig die Suche nach den Gründen dafür ist, warum Menschen sozusagen die prekarisierten, deprivilegierten Verhältnissen leben oder sich davon bedroht fühlen, warum die ihre politische Heimat nicht in der Linken suchen. Das herauszufinden ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Damit darf aber nicht aus dem Blick geraten, und das tut es in dieser Notwehrdebatte, auf die ich gleich genauer eingehen werde,
Damit darf aber nicht aus dem Blick geraten, dass der Rechtspopulismus gerade deshalb erfolgreich ist, weil er eben klassenübergreifend mobilisiert, bis hinein, und das sehen wir an den Ergebnissen, in etablierte Selbstständigen- und Beamtenmilieus. Interessant ist jetzt natürlich auch für mich als Soziologin, egal was die Empirie sagt, die Notwehrthese als Pauschaldiagnose hält sich wirklich total hartnäckig. Und ich würde sagen, da steckt eine gewisse Nostalgie drin in einer insgesamt eigentlich sehr komplexen Situation, so etwas wie einen zwar jetzt leicht fehlgeleiteten, aber eigentlich doch richtigen Kampf von unten gegen oben sehen zu wollen. Und hier ist einfach nochmal entscheidend, man kann auch ewig über das Oben reden, das werde ich jetzt nicht tun. Die da unten in Anführungsstrichen sind eben nicht alle unten und sie haben auch höchst unterschiedliche Motive. Also zum Beispiel auch wenn ich nachweisen kann, dass Bildung und die Wahlentscheidung für eine rechte Partei korrelieren, dann weiß ich, dann sagt mir das aber jetzt trotzdem noch nicht, wenn Leute keinen Schulabschluss haben und die AfD wählen, dass sie deshalb, weil sie sich deprivilegiert fühlen, das tun oder weil sie ein rassistisches Wahlprogramm anspricht. Das sehe ich aus den Daten nicht. Und dann muss man sich das bei den Motiven genauer angucken. Natürlich gibt es prekäre und arme rechte WählerInnen, die sich enttäuscht von einer neoliberalen Sozialdemokratie abgewendet haben. Es gibt aber auch Rechtskonservative, denen die CDU zu mittig geworden ist, die das mit der Ehe für alle nicht so eine tolle Idee finden, die auch trotz aller Maßnahmen und Türkei-Deal immer noch der Überzeugung sind, Angela Merkel würde jeden Tag alle Flüchtlinge der Welt einladen. Und auch das ist ein entscheidender Punkt, es gibt eben manifeste Rassisten und Nationalisten, die das nicht erst seit gestern sind, für die diese Fragen jetzt aber anders als in den Jahren zuvor wahlentscheidend geworden sind. Wenn wir uns diese Notwehrthese etwas genauer angucken, dann kann man sagen, sie hat einen prominenten Stichwortgeber, Didier Eribon, in seinem Buch, das viele von Ihnen kennen werden, Rückkehr nach Reims, der in diesem Buch diskutiert am Beispiel seiner eigenen Familie, wie aus linken Rechte, wie aus ehemaligen Kommunisten und Kommunistinnen Front National Wähler und Wählerinnen wurden. Und er schreibt, so widersprüchlich es klingen mag, bin ich mir doch sicher, dass man die Zustimmung zum Front National zumindest teilweise als eine Art politische Notwehr der unteren Schichten interpretieren muss. Für den deutschen Kontext darunter ein ähnliches Zitat von Christian Baron. Die Notwehrthese, die ja schon sprachlich einen Freispruch von Verantwortung nahelegt, geht davon aus, dass die Begeisterung für rechte Politikangebote eben auf ein durch den Neoliberalismus verletztes Klasseninteresse zurückgeführt werden kann. Und zentral ist dieser Argumentationsfigur die Annahme, die Hinwendung zu rechten Parteien sei eben ein Akt des sozialen Protests, da sich infolge der neoliberalen Kehrtwende der Sozialdemokratie kein geeigneter Adressat für diese Anliegen mehr finde. Doch, und das ist ein wichtiger Punkt, Eribon bestreitet überhaupt nicht den Rassismus der rechten Anhängerschaft. Er sagt nicht, das war eine Notwehr, das sind keine Rassisten, sondern er sagt, die waren auch schon als Kommunisten und Kommunistinnen rassistisch. Aber dieser Rassismus ist innerhalb der kommunistischen Partei gebunden worden. Und jetzt sozusagen wenden sie sich damit nach rechts. Und hier gibt es jetzt eine ganz erstaunliche auch Fehlrezeption von Eribon, gegen die er sich inzwischen auch verwehrt hat. Denn in der deutschsprachigen und auch in der US-amerikanischen Debatte stellen wir fest, dass Rassismus vielmehr mit der Notwehrthese als uneigentliches, als abgeleitetes Phänomen erklärt wird. Die bekannte Soziologin Nancy Fraser in den USA hat explizit und wörtlich gesagt, die Mehrheit der Trump-Wähler sind weder Rassisten noch in der Wolle gefärbte Rechte, sondern Opfer des manipulierten Systems. Und auch Sarah Wagenknecht und viele andere Politiker und Politikerinnen in Deutschland wussten nach der Bundestagswahl sofort, dass die Mehrheit der AfD-Wählerinnen keine Rassisten oder Rassistinnen seien. Und worüber ich sprechen möchte, ist, dass dieses Entweder-Oder problematisch ist. Entweder die Leute sind, da ist ein Unmut oder eine Frustration über die Verhältnisse, oder sie sind rassistisch. Und das verschließt eben den Blick auf die entscheidende Frage, wie genau sozusagen ein solcher Unmut mit Rassismus, Menschenfeindlichkeit und Autoritarismus zusammenhängt. Entscheidend ist jetzt an der Stelle noch, dass diese ökonomische Notwehrthese in der Regel verbunden ist mit einem kulturellen Argument, dass eben ein von rechts geführter Klassenkampf ausgemacht wird, der sozusagen ein Kulturkampf ist und der sich gegen die vermeintliche Übermacht von Minderheiten und die kulturelle Herabsetzung der unteren gesellschaftlichen Schichten richtet. Stichwortgeber ist hier der US-amerikanische Kulturwissenschaftler Mark Liller, auch in der deutschen Debatte breit rezipiert, der für einen Linksliberalismus plädiert, der sich auf die Verbreitung seiner Basis konzentrieren und die Amerikaner als Amerikaner ansprechen würde.
Dabei würde er den Anliegen Priorität geben, die einem Großteil der Bevölkerung am Herzen liegen. Kleinere Anliegen, die symbolisch stark aufgeladen sind und die potenziell Verbündete abschrecken könnte, Sexualität und Religion, an anderer Stelle sind es bei ihm aber auch Geschlechterfragen, würden diskret, einfühlsam und mit einem Gefühl für Verhältnismäßigkeit behandelt. Die hier aufscheinende Überzeugung, dass sogenannte Minderheitenthemen, zu denen in der Regel eben auch die interessanterweise die Anliegen von Frauen gezählt werden, von der Linken zu Kernproblemen erklärt worden seien und damit verbindet sich dann ein, wie ich finde, für die aktuelle Debatte total relevantes klassenpolitisches Argument, nämlich dass Gleichstellung, Feminismus, Antirassismus oder Rechte von Homosexuellen entsprechend dem Lebensstil, so das Argument und den Vorlieben Privilegierter, die es sich leisten können, tolerant und weltoffen zu sein. Also die richtige Feststellung, dass in bestimmten linken Kreisen Fragen der ökonomischen Ausbeutung und der sozialen Deklassierung lange eine zu geringe oder keine Rolle gespielt haben, wird hier in eine total problematische Elitenkritik verkehrt. Ich zitiere ein weiteres Beispiel, Jakob Augstein im Spiegel, der spricht von den verfeinerten Städtern, den gut erzogenen Eliten, den emanzipierten Frauen, den gleichberechtigten Schwulen. Die werden alle zu einem Kollektiv, das privilegiert und durch den Neoliberalismus bevorteilt ist. Und ihnen stehen eben gegenüber die hart arbeitenden, einfachen Menschen, die sich diese Toleranz nicht leisten können. Hier scheint schon ein Punkt auf den ich gleich noch ausführlicher zu sprechen kommen werde, nämlich, dass diese kleinen Leute ganz offen kennlich nie Schwule und auch nie Frauen und auch keine gleichberechtigten Schwulen und keine emanzipierten Frauen sind. Nur so kann ich die Gruppen in dieser Weise gegenüberstellen. Ähnlich eine Forschergruppe um Wolfgang Merkel am Wissenschaftszentrum Berlin, die machen eine neue gesellschaftliche Konfliktlinie aus und diese verlaufe immer weniger zwischen rechts und links und stattdessen zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen. Die Kosmopoliten sind dieser Perspektive zufolge für Individualismus, Universalismus, Offenheit, die Kommunitaristen für kulturelle Identität, Sicherheit, Schutz und Begrenzung von Zuwanderung. Erstere sind privilegiert, letztere sind Modernisierungs- und Globalisierungsverliererinnen, die sich jetzt eben in der Rechtswende gegen die kosmopolitischen Eliten abgrenzen. Hier ist mir ein Punkt vielleicht an der Stelle kurz wichtig zu betonen, denn diese Gegenüberstellung finden wir in der Debatte immer mehr, nicht rechts oder links, sondern elitäre Kosmopoliten und schutzbedürftige Bevölkerung. Die kosmopolitische Seite könnte man sich schon mal genauer angucken. Hier ein Zitat von Klaus Krämer, gerade erschienen: Unter den Eliten in Wirtschaft, Politik, Kultur, Betrieb und Wissenschaft ist es in den letzten 3 Jahrzehnten eine Erzählung dominant geworden, die mit den Stichwörtern Postnationalismus, Kosmopolitismus und Europa ohne Grenzen beschrieben werden kann. Und da fragt man sich, kann man mehr die Deutung der Rechten übernehmen? Also wo waren diese kosmopolitischen Eliten, die für ein Europa ohne Grenzen sind? In Deutschland, als 92 das Asylrecht eingeschränkt wurde, als der Türkei-Deal verabschiedet wurde und so weiter. Sie kennen die ganzen Beispiele, die Zäune um Ceuta und Melilla. Das heißt, das ist schon eine Deutung, über die man mehr als streiten kann. Wichtig ist mir, dass mit dieser Popularisierung der Konfliktlinie, hier die Kosmopoliten, da die Kommunitarierinnen, dass damit der Rassismus auf der ganzen Linie aus der Debatte verschwindet. Bei den Eliten, weil sie plötzlich sozusagen zu Vorkämpferinnen für ein Europa ohne Grenzen erklärt werden, in einer Situation, wo die Grenzen dicht gemacht werden. Und umgekehrt, weil sozusagen das sehr wohlwollend beschriebene kommunitaristische Schutzbedürfnis sich eben für viele Menschen als Rassismus äußert. Aber auch das kommt nicht vor. Das heißt, das Schutzbedürfnis der als Kommunitaristen titulierten, wird unterstrichen, das davon ausgehende Ressentiment wird aber dethematisiert. Um vielleicht einfach manchmal nochmal, einfach Beispiele zu geben. Andreas Nölke in seiner Streitschrift Linkspopulär, die breit diskutiert worden ist, spricht zum Beispiel davon, dass in der Flüchtlingskrise die Abgehängten und unteren Schichten durch das liberale Bürgertum geschmäht worden seien. Aber dass umgekehrt die Geschmähungen der Geflüchteten durch die Menschen, die ihnen gegenüber Ressentiments haben oder rassistisch eingestellt sind, die kommen in dem Buch gar nicht vor. Und diesen Punkt noch zuspitzend charakterisiert der bekannte britische Autor Owen Jones in seinem Buch über die Dämonisierung der Arbeiterklasse Antirassismus sogar als Instrument eines Klassenkampfes von oben, also als eines Instrumentes, mit dem weiße Arbeiter in die Pfanne gehauen werden sollen. Das heißt hier, die national gedachte Klassenfrage wird zulasten aller anderen Widersprüche und Spaltungslinien priorisiert. Und wenn zum Beispiel Sigmar Gabriel im Spiegel als Antwort auf den Rechtspopulismus für die SPD mehr Heimat, mehr Rot
und weniger Postmoderne anmahnt, dann geht es hier gar nicht in erster Linie um eine Revitalisierung der sozialen Frage, gar nicht der Klassenfrage, sondern es geht darum, mit welchen Themen die SPD besser nicht mehr für die Mehrheit der Bevölkerung identifiziert werden sollte, Stichwort Ehe für alle. Ich möchte jetzt mir das Argument ein bisschen genauer angucken, das wir immer wieder hören, nämlich wer rechts will, will eigentlich soziale Gerechtigkeit. Und dieses Argument einfach nochmal so von ein paar Seiten zu beleuchten. In vielen Beiträgen zum Erfolg der neuen Rechten wird der Anhängerschaft, ich habe es anfangs schon angedeutet, ein prinzipiell legitimes Begehren nach Ungleichheit und oder Gerechtigkeit unterstellt. Man wählt dann im Grunde nichts rechts, weil man rassistische und nationalistische Welterklärungsangebote attraktiv findet, sondern weil man die eigene Deklassierung kompensieren muss. Also als erstes ist immer der Wunsch nach Gerechtigkeit da und der wird dann erst umgewendet in Wut und Hass gegen andere, aber der Wunsch nach Gerechtigkeit ist zuerst da. Eine Stimme, die, glaube ich, gerade immer wichtiger wird, den Namen haben vielleicht einige von Ihnen schon gehört, Bernd Stegemann, Dramaturg am Berliner Ensemble und neben Sarah Wagenknecht das Gesicht der Bewegung Aufstehen, ist sicherlich eines der prominentesten Beispiele dafür, dass und wie eine berechtigte Kritik am Neoliberalismus, ich habe ja am Anfang darüber gesprochen, mit ihren Demokratieproblemen, in eine Querfrontstrategie überführt wird. Also bei ihm gibt es, und er ist nicht der Einzige, ein bipolares Weltbild. Auf der einen Seite die neoliberalen Eliten und die sie unterstützende Klasse der Besitzindividualisten und auf der anderen Seite all diejenigen, die Gleichheit und Solidarität fordern, egal ob rechts oder links. Ich zitiere ihn: Eine positive Wirkung hat jede populistische Bewegung in der aktuellen Lage, egal ob sie rechts- oder linkspopulistisch ist. Sie schreckt die Eliten auf und zwingt sie das erste Mal seit Jahrzehnten, ihre feudalen Strukturen öffentlich zuzugeben. Zu einem solchen, angeblich von Rechten wie Linken geteilten Gerechtigkeitsverständnis kann ich wirklich nur kommen, wenn ich bereit bin, Gerechtigkeit und Gleichheit so eng zu führen, dass die Anliegen und Kämpfe von Migrantinnen, von Frauen, von Homosexuellen nicht Teil dieser Gerechtigkeit sind, dass also Rassismus, Chauvinismus und Nationalismus für ein solches Bündnis von Rechten und Linken nicht weiter störend sind. Das ist sicherlich ein extremes Beispiel, gerade auch in dem expliziten Eintreten für eine Querfront aus rechts und links. Aber wir finden, dass die dahinterliegenden Gedanken doch auch sehr viel breiter in der Debatte, nämlich gerade diese Engführung des Gerechtigkeitsverständnisses, die zeigt sich auch in nostalgischem Bezug auf den vorneoliberalen, fordistischen Klassenkompromiss der Nachkriegsjahrzehnte im Westen, über den ich eben schon gesprochen habe und der als zentrale Referenzfolie der Neoliberalismuskritik fungiert. Aber, und das ist ein entscheidender Punkt an dieser Stelle, der westdeutsche Klassenkompromiss war mit Blick auf Geschlechterverhältnisse, die Ausbeutung migrantischer Arbeitskraft und internationale Ungleichheit von Anfang an ein hochgradig exklusiver Klassenkompromiss. Also das heißt, das fordistische Sicherheitsversprechen kann nicht gelöst werden von diesen Unterdrückungs- und Diskriminierungsverhältnissen. Eine ganz andere, aber in einem Punkt doch vielleicht ähnlich gelagerte Situation hatten wir in der DDR. Exklusive Gleichheit, man denke hier an den Umgang mit Vertragsarbeiterinnen, mit sozusagen ganz, ganz starker Grenzziehung, wer Teil dieses gleichen Kollektivs ist. Nur das ist tatsächlich in den aktuellen Debatten weniger jetzt als quasi der Fordismus eine Referenzfolie. Vielleicht ist es hier, um bei der Referenzfolie zu bleiben, nochmal zu sagen, natürlich waren auch weiße proletarische Männer in Zeiten des Fordismus nur relativ und innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen privilegiert. Gleichwohl haben sie verglichen mit vielen Frauen und im Vergleich mit migrantischen Arbeitskräften von diesen fordistischen Sicherheiten deutlich stärker profitiert, während die anderen in ihrer zusätzlichen Verwundbarkeit besonders ausgebeutet wurden. Wichtig ist jetzt zu sehen, und das sind die Entwicklungen, die ich im ersten Teil beschrieben habe, mit der Durchsetzung des Neoliberalismus ging eine massive Umverteilung von Einkommen und Vermögen zulasten dieser Gruppe von Lohnabhängigen einher und damit verbunden natürlich manifeste Sicherheits- und Traditionsverluste, die gravierend waren für die individuellen Biografien. Das ist überhaupt gar keine Frage und das gilt es auch zu problematisieren. Problematisch wird die aktuelle Diskussion dort, wo verkannt wird, dass auch heute weiße Industriearbeiter in der Regel nicht das Schlusslicht der sozialen Stufenleiter sind, sondern das Geschlecht und Ethnizität, und das können wir empirisch hervorragend für die unterschiedlichsten Kontexte zeigen, weiterhin ein zuverlässiger Indikator sind, eher unten in der sozialen Stufenleiter zu sein.
Wichtig ist jetzt, diese Zusammenhänge anzuerkennen und sich gegen sozusagen so diese Viktimisierung, der eigentlich Unterdrückte ist sozusagen jetzt der weiße Mann, weil die Minderheiten alle so erfolgreich für ihre Rechte gekämpft haben. Wichtig ist zu sagen, es geht ja nicht darum, diese erkämpften Sicherheiten und Rechte gering zu schätzen. Und sozusagen jetzt zu sagen, jetzt müssen aber mal endlich die weißen männlichen Lohnarbeiter deprivilegiert werden, damit es allen gleich geht, sondern es geht um das Umgekehrte. Es geht darum, diese Rechte und Sicherheiten inklusiv weiterzudenken und sie eben nicht mehr an der impliziten Norm weißer männlicher Arbeitskraft auszurichten. Und damit geht es eben ganz grundsätzlich darum, die Zusammenhänge von Rassismus, Sexismus, Nationalismus und Wirtschaftssystem herauszuarbeiten, denn auch die weibliche Mitarbeiterin im Callcenter ist Teil der Arbeiterklasse. Stattdessen beobachten wir gerade allerorten, dass eben die Neubestimmung der sozialen Frage, der Klassenfrage mit einer Zurückweisung der sogenannten Vielfaltseuphorie, das Wort finden wir gerade immer häufiger, einhergeht. Eine solche Position, die das gegeneinander ausspielt, sagt hier die Klassenanliegen, da die Anliegen der vielfältigen Minderheiten. Eine solche Position verkennt, dass ein um die Vielfalt bereinigter Klassenbezug immer auch eine Legitimation männlicher und weißer Herrschaft war. Und ich finde, niemand hat das für den US-amerikanischen Kontext besser formuliert als Wendy Brown, die sagt, Trumps Make America Great Again ist eigentlich ein Make America White Male Again. Man könnte sagen, der Rechtspopulismus ist ein politischer Kampf um die Macht zur Wiederaufrichtung vergangener Gesellschaftsordnungen, der Industriemoderne, der Kampf um das Wiederholen einer verloren gegangenen Normalität. Vor diesem Hintergrund gilt es eben darum, die scheinbar sozialkritisch begründete Wut rechter ParteigängerInnen daraufhin zu befragen, inwiefern sie auch, nicht ausschließlich, aber auch auf der Vorstellung natürlicher, weißer, männlicher Privilegien gegründet ist. Viel spricht zumindest dafür, dass sich im Erfolg der neuen Rechten auch eine Reaktion auf die im Übergang zum Postfordismus partiell erfolgten Aufstiege von qualifizierten Frauen, von Migrantinnen ausdrückt, weil eben doch bei allen fortgesetzten sozialen Ungleichheiten die Gewissheit, dass sich die Dividende weißer Männlichkeit auszahlt, diese Gewissheit hat Risse bekommen und geht, das kann man und muss man anerkennen, natürlich mit Verunsicherungen einher. Es geht nicht darum, die damit verbundenen Verunsicherungen zu negieren, sondern es geht darum zu fragen, was ist eine emanzipatorische Antwort auf diese Verunsicherungen. Ich finde an dem Punkt auch noch einen Punkt bemerkenswert, denn während wir eine wahnsinnig breit geführte Debatte über die Frage der Klassenlage und Wahlverhalten und sozusagen Hinwendung zu rechten Kräften eine ganz breite Debatte haben, wird eigentlich kaum darüber diskutiert, dass fast doppelt so viele Männer wie Frauen die AfD wählen. Ich kenne kaum Analysen, die fragen, warum ist das eigentlich so? Da kann man jetzt lange drüber spekulieren, warum das so ist. Aber ich glaube, ein Punkt ist an dieser Stelle schon auch relevant, dass eben Gewinne sozusagen durch feministische Kämpfe, durch Gleichstellungspolitiken eben nicht nur, wie es in der Debatte oft erscheint, für ganz privilegierte, elitäre Frauen bedeutsam waren, sondern die Lebensrealitäten von vielen Frauen geändert hat. Ich habe eben gesagt, es geht nicht darum, die Verunsicherungen und Traditionsverluste nicht ernst zu nehmen und die damit verbundenen Herausforderungen für die individuellen Biografien, aber es geht um die Antworten, die man darauf gibt. Und mir ist es wichtig, nochmal an der Stelle zu sagen, es gibt durchaus ein Neoliberalismus-kritisches Versprechen der neuen Rechten. Aber es ist kein emanzipatorisches. Es ist das Versprechen, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die vorzugsweise autochthon, weiß, männlich und heterosexuell sind, vom Wettbewerbs- und Leistungsdruck zu entlasten, indem ständische Privilegien rehabilitiert werden, die eben lange dafür gesorgt haben und es teilweise auch weiterhin tun, dass zum Beispiel Frauen und Migranten keine Konkurrenten und Konkurrentinnen auf Augenhöhe sind. Und diese Form der Kritik am Neoliberalismus, die einige qua Privilegien vom Leistungsdruck entlastet, ist nicht anschlussfähig für ein emanzipatorisches Projekt. Diese Form der exklusiven Solidarität, die sich eben an vergangenen Normalitäten orientiert, zeigt sich, und das ist eine sehr problematische Entwicklung, gerade dort, wo die deklassierten Bevölkerungsgruppen im Namen der sozialen Gerechtigkeit gegeneinander ausgespielt werden. Ich möchte noch einmal Andreas Nölke an dieser Stelle zitieren. Jene Menschen,
die Angst vor dem sozialen Abstieg haben und sich hart abstrampeln, um ihre Stellung in der Gesellschaft zu halten, haben nur begrenzt Verständnis dafür, dass mit den Geflüchteten potenzielle Konkurrenten vom liberalen Bürgertum begeistert aufgenommen werden, während man selbst allenfalls mit Ressentiment belegt wird. Eine solche Willkommenskultur hätten sich die ärmeren Menschen in unserer Gesellschaft auch sehr gewünscht. Solche Polarisierungen verhindern gerade das, was sie vorgeben zu tun. Einen wirkungsvollen Widerstand gegen die sozialen Spaltungen des Neoliberalismus, der den Konflikt dort führt, wo seine Wurzeln liegen. Im Widerspruch von Arbeit und Kapital und nicht im Widerspruch von Armen und Geflüchteten. Wer die ökonomischen und sozialen Ängste und Sorgen von Menschen ernst nehmen möchte, und das ist natürlich total entscheidender Punkt, kämpft, würde ich sagen, für eine Vermögensteuer, für einen Mindestlohn, gegen Altersarmut und so weiter, aber er bedient nicht die rechten, die von rechts popularisierten Spaltungslinien. Neben diesem in dieser Weise eng geführten, man könnte eigentlich auch sagen, pervertierten Gerechtigkeitsverständnis sehen wir in der Notwehrthese etwas Zweites, nämlich die einfache Ableitung von Rassismus, Flüchtlingsfeindlichkeit und Nationalismus aus den ökonomischen Verhältnissen. Und da muss man sagen, war die Debatte, sowohl die politische als auch die wissenschaftliche, schon mal deutlich weiter. Selbst Anfang der 90er Jahre mit dem Erstarken rechter und rechtsradikaler Kräfte wurden Diskussionen um Postkolonialismus, Dominanzkultur, die Tradition, spezifisch deutsche Tradition des völkischen Denkens, wurden diese Debatten geführt. Und man muss sagen, die sind im Moment fast verschwunden. Und ich finde, Fatima El-Tayeb hat es sehr treffend formuliert. Bei Rassismus geht es scheinbar immer um etwas anderes. Angst vor der Zukunft, wirtschaftliche Unsicherheit oder sozialistische Altlast. Indem vielstimmig davor gewarnt wird, den Unmut der Menschen nicht als Rassismus abzutun, wird umgekehrt in der aktuellen Debatte alles dafür getan, die Rassismusfrage analytisch zu entsorgen und eben genau gerade nicht hinzuschauen, wie Unmut und Rassismus zusammenhängen. Und das führt, und ich finde, das ist das, was wir gerade allerorten beobachten, das führt zu einer radikalen Verengung des Verständnisses von Rassismus in den aktuellen Debatten, in denen eine erstaunliche Bandbreite von Meinungen und Aktivitäten nicht mehr rassistisch, sondern nur noch besorgt sind. Rassistisch sind irgendwann wirklich nur noch Migrantinnen jagende, Hitlergruß zeigende Nazis. Und das sozusagen blendet natürlich komplett aus, dass Rassismus eben nicht nur der direkte Angriff oder die unmittelbare Beleidigung von als anders markierten Menschen ist. Vielmehr, und hier kann man Birgit Rommelsbacher zitieren, Rassismus kann als eine Legitimationslegende verstanden werden, die die Tatsache der Ungleichbehandlung von Menschen rational zu erklären versucht, obgleich die Gesellschaft von der prinzipiellen Gleichheit aller Mitglieder ausgeht. Wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann wird auch verständlich und ersichtlich, dass es in modernen Gesellschaften zum Wesen des Rassismus gehört, sich permanent selbst zu negieren. Dass etablierte Vorrechte und Privilegien als Normalität erscheinen und verteidigt werden, ist gerade die Struktur dieser Verhältnisse, die eben teilweise strukturell rassistisch sind. Auch dass die je, und das finde ich nochmal ein ganz entscheidender Punkt, auch dass die je eigenen Ängste von den Volksparteien ernst genommen werden, ist zumeist ein weißes Privileg. Mein Kollege Floris Biskamp hat es mal sehr treffend gesagt. Die in Deutschland lebenden Anhängerinnen Gaulands und Höckes werden als besorgte BürgerInnen ernst genommen. Die rechten Anhängerinnen Erdogans werden zur Raison gerufen und ihnen werden Integrationsdefizite unterstellt. Es geht jetzt nicht darum, das zu entproblematisieren, aber es geht darum zu zeigen, dass sozusagen auch die Frage, ob meine Ängste als Ängste zählen, sehr unterschiedlich bewertet ist. Mir ist es hier nochmal wichtig zu sagen, eine einfache Ableitung von Rassismus aus ökonomischen Verhältnissen abzulehnen, heißt umgekehrt natürlich nicht, sich die komplexen Verschränkungen von Rassismus und Kapitalismus genauer anzugucken. Die gehen zurück bis in die Geschichte der Sklaverei, wo Rassismus auch immer dazu gedient hat, die Klasse der Arbeitenden zu spalten. Ich möchte jetzt zu meinem letzten Punkt kommen, nämlich neben der breit diskutierten Frage, ist sozusagen die Hinwendung nach rechts nicht eigentlich ein grundsätzliches Gerechtigkeitsstreben, möchte ich mir noch mal genauer angucken, warum und wie in der aktuellen Debatte gerade die linken Kräfte
zu Komplizinnen der Neoliberalen erklärt werden und für das Erstarken der Rechten verantwortlich gemacht werden. Einerseits ist es natürlich richtig, und das ist immer die Frage, wer jetzt mit den Linken, wer damit bezeichnet wird, dass es eine neoliberale Wende der Sozialdemokratie gegeben hat und dass in vielen Ländern große Teile der Arbeiterinnenschaft, die vormals hier verortet waren, ihre politische Heimat verloren haben. Mir geht es aber darum, dass in der aktuellen Diskussion unter dem Etikett links ein viel breiteres Spektrum firmiert und das ist ganz wesentlich hier auch um das Erbe von 68 und das Erbe der neuen sozialen Bewegungen geht, die eben viel dazu beigetragen haben, die Normalitätsmuster der Nachkriegsjahrzehnte aufzubrechen. Und Sie kennen das Wörtchen alle, die Chiffre Identitätspolitik fungiert in der gesamten Debatte als Chiffre für alle Probleme der Linken und ihre Verantwortung für den Erfolg der Rechten. Vermeintlich sozusagen werden in der Identitätspolitik partikulare Interessen bedient. Es geht um elitäre Anliegen und das Ganze noch in Komplizenschaft mit dem Neoliberalismus. Und darauf möchte ich die letzten Minuten verwenden, kurz zu zeigen, was hier eigentlich der Diskussionsrahmen ist und diesen Punkt aber dann später im Workshop vertiefen. Was ist eigentlich Identitätspolitik und warum soll jetzt genau Identitätspolitik schuld am Erstarken der Rechten sein? Unter Identitätspolitik kann man im Moment sagen, formiert so ziemlich alles, was vermeintlich nicht Klassenpolitik ist. Alles sozusagen, was feministische Anliegen, Bürgerrechtspolitik, antirassistische Politik, Bewegungen von Lesben und Schwulen und so weiter angeht. Also eine sehr, sehr unscharfe Verwendung des Begriffes. Deswegen lohnt es sich an dieser Stelle einmal genauer hinzuschauen. Der Begriff stammt aus den 70er Jahren, das Combahee River Collective, eine Gruppe aus schwarzen lesbischen Frauen in den USA hat ihn 1976 geprägt und zwar als eine Politik der ersten Person. Und das resultierte damals aus der Analyse, dass wirklich niemand sich jetzt für die Anliegen schwarzer Lesben einsetzt und daraus die Analyse, wenn es jemand tun soll, dann müssen wir es selbst tun. Und das ist mir für die aktuelle Diskussion ein total wichtiger Punkt. Ihr Anliegen war nicht zu sagen, wir brauchen besondere Rechte, sondern ihr Anliegen war damals als schwarze Lesben in den 70er Jahren zu sagen, wir sind so marginalisiert, wenn es gelingt, dass wir eintreten, so schreiben sie, in das gesellschaftliche Kollektiv, dann treten alle ein. Also eine zutiefst universalistische Position, könnte man sagen, deren Anliegen es war zu zeigen, dass sich universale Versprechen als machtvolle Verallgemeinerungen der Positionen von bestimmten Gruppen erweisen. Identitätspolitik bedeutete demnach gerade nicht, dass sich eine gesellschaftlich abgesonderte Gruppe mit ihren Problemen beschäftigt, sondern dass aus einer marginalisierten Perspektive Missstände aufgezeigt werden, die mitten ins Herz der Gesellschaft führen. Und es ist und bleibt, und das muss man sich in der ganzen Diskreditierung von sogenannter Minderheitenpolitik gerade vor Augen führen, es ist ein Dilemma marginalisierter Gruppen, dass sie, um sichtbar zu werden, eben auf jene Differenzen Bezug nehmen müssen, nach denen sie diskriminiert und ausgegrenzt werden. Und mir ist es an dieser Stelle ein Anliegen, aufzuzeigen, dass Identitätspolitik eben wirklich als, um den Begriff nochmal zu verwenden, als Notwehr, als Selbstverteidigung gestartet ist und nicht als fröhliches Abgefeiere beliebiger Differenzen. Die Problematisierung von Vielfaltseuphorie und das Eintreten für einen Universalismus, der angeblich durch diese Minderheitenanliegen erodiert ist, wenn man es zugespitzt formulieren möchte, das Gegenteil. Die Verteidigung eines Partikularismus, der historisch die Macht hatte, sich als universal darzustellen. Aber das vermeintlich neutrale, universale Subjekt der Aufklärung hat eben eine Hautfarbe und hat ein Geschlecht und das hat historisch eine große Rolle gespielt. Um es vielleicht nochmal an einem Beispiel zu zeigen, Mark Liller, den ich eben schon erwähnt habe, der US-amerikanische Intellektuelle, er kritisiert die Black Lives Matter-Bewegung für ihren radikalen Partikularismus und mahnt an, es müsse um All Lives Matter gehen. Damit verkennt er natürlich, dass White Lives always mattered und dass das unsichtbar wird, wenn ich nicht sozusagen mit Black Lives Matter sozusagen in die Debatte gehe. Es ist eine Machtfrage zu definieren, was die universale Norm und was die identitätspolitische Abweichung ist. Warum etwa gelten die Kämpfe von Frauen, Schwarzen und Schwulen als identitätspolitische Kämpfe, während das Leben und die darauf bezogenen Kämpfe weißer männlicher Arbeiter als soziale und ökonomische Realität betrachtet werden. Das fragt
Der US-amerikanische Autor Ta-Nehisi Coates, der in seinem auch hier breit rezipierten Buch Between the World and Me seinem Sohn beschreibt, was es bedeutet, als Schwarzer in den USA zu leben. Er kommentiert die Debatten um die Trump-Wahl mit der Beobachtung, dass die Anliegen der weißen Kerle immer ökonomische sind und dass alle anderen nur ihre Gefühle diskutieren. Und wenn er hinzufügt, in America class isn't the only kind of class, dann weist er eben die implizite Verbindung von Klasse als analytische Kategorie mit dem Merkmal weiß zurück. Umgekehrt formuliert, und das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, Kämpfe von African Americans, Frauen und Migrantinnen sind ebenso sehr Klassenkämpfe wie Kämpfe gegen soziale Deklassierung systematisch vergeschlechtlicht und rassifiziert sind. Das fängt schon bei der zuvor diskutierten Frage an, wer überhaupt als Bestandteil der Arbeiterklasse gilt. Es gibt jetzt noch einen weiteren Punkt, den man ausführen könnte, das mache ich dann im Workshop, nämlich zu gucken, warum gelingt sozusagen diese Verknüpfung, dass Identitätspolitik als eine neoliberale Politik identifiziert wird in einem sehr breiten Spektrum. Das wird dann Gegenstand der Diskussionen im Workshop sein. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch berechtigte Kritiken an Entwicklungen in identitätspolitischen Kontexten gibt. Es gibt eine gewisse akademische Abgehobenheit der Debatten. Es gibt auch tatsächlich sozusagen radikale Partikularisierungen und Abgrenzungen, die gerade nicht mehr nach gemeinsamen Kämpfen suchen. Mir geht es aber erstmal an dieser Stelle darum, den Kern dieser Politik deutlich zu machen und sie gegen diese pauschale Diskreditierung zu verteidigen. Diese Entgegensetzung, die uns gerade in der im weitesten Sinne kritischen Analyse des Erstarkens der neuen Rechten entgegentritt, dass wir es entweder mit Klassen- oder Identitätspolitik zu tun haben, die ist falsch und wir müssen einfach sagen, dass das, was häufig als Klassenpolitik oder neue soziale Frage firmiert, manchmal auch einfach die Identitätspolitik privilegierter Gruppen ist. Und ich habe es eben schon gesagt, allein die Formulierung, die unteren Schichten sind offenkundig weiß und männlich und abgehängt und dann gibt es die elitär gerahmten Minderheitenanliegen von Frauen, Migrantinnen, Lesben und Schwulen. Und hier muss man einfach auch nochmal sagen, wenn man diese ganzen vermeintlichen Minderheiten zusammenzählt, dann hat man natürlich eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung. Und das zeigt auch nochmal, dass die aktuelle Politisierung der Debatte über das Stärken von Mehrheitsanliegen und sozusagen die Kritik quasi von Minderheitenpolitik, dass es hier nicht um eine numerische Quantität geht, sondern um eine Frage der Hegemonie. Und das ist tatsächlich, glaube ich, in vielen Punkten demokratiepolitisch gesehen bedrohlicher, als es oft gesehen wird, wenn auch kritische Kräfte immer stärker sagen, wir machen jetzt endlich wieder Politik für die Mehrheiten, muss man sehr, sehr genau hingucken, was ist denn das für eine Mehrheit. Ich komme zum Ende. Ich habe am Anfang gesagt, die Frage autoritäre Wende oder ökonomische Notwehr ist in dieser Form falsch gestellt. Wir haben es mit einer autoritären Wende zu tun, aber nicht mit einer Notwehr. Wir können aber gleichwohl anerkennen, dass wir diese autoritäre Wende nur verstehen können, wenn wir auch die Demokratiedefizite und die Probleme der liberalen Gesellschaft in den Blick nehmen. Drei Probleme am Ende noch in aller Kürze und ein Ausblick und zur Beruhigung des Moderators. Es dauert wirklich nur 3 oder 4 Minuten. Erstes Problem, ich habe es eben schon gesagt, die empirische Falschheit. Die Unterstützung der rechten Kräfte als Notwehrthese der unteren Schichten können wir in dieser Durchgängigkeit empirisch nicht belegen und wir müssen genau hingucken und sehen, dass es auch eine Entlastung der Mittelschichten ist. Mir ist aber hier ein anderer Punkt wichtig. Was mit dieser These einhergeht, ist die Unsichtbarmachung all derjenigen, die über wenige ökonomische Ressourcen, vielleicht auch über wenig Bildung verfügen oder im Nachgang der Wende prekäre Erwerbsbiografien hatten, die aber überhaupt nicht auf die Idee kommen, diesen Frust oder diesen Ärger rassistisch zu wenden. Und das ist die Mehrheit der Leute. Und in was für einer Situation sind wir, dass wir durch diese Debatten sozusagen der ökonomischen Notwehr der unteren Schichten diese Mehrheit komplett unsichtbar machen? Zweites Problem, wir müssen endlich ernst nehmen, dass sich Menschen für die Wahl rassistischer, autoritärer und nationalistischer Parteien entscheiden, weil sie zu großen Teilen tatsächlich eine rassistische und nationalistische Politik wollen. Der Rassismus ist ja nichts, wo man jetzt sagen kann, da schummelt die AfD den Leuten irgendwie heimlich unter oder so, das sei irgendwie jetzt nicht mitzukriegen. Dies ernst zu nehmen, heißt auch, die Menschen, die diese Wahl treffen, ernst zu nehmen und ihnen nicht permanent wohlmeinend zu erklären, dass sie eigentlich etwas ganz anderes wollen. Das ernst zu nehmen heißt nicht,
die Menschen verloren zu geben oder das Gespräch zu verweigern und nicht nach den Ursachen zu fragen und zu forschen. Das natürlich nicht. Es heißt aber es heißt nicht, die Lösungsstrategien der Rechten zu übernehmen. Zwei Reaktionen, und das hoffe ich gezeigt zu haben, führen dabei definitiv in eine Sackgasse. Die liberale Kritik des autoritären Populismus entproblematisiert die sozialen und demokratiefeindlichen Verwerfungen des Gegenwartskapitalismus. Dieses Verständnis ist aber unabdingbar, um Triebkräfte der Stärkung populistischer Kräfte zu verstehen. Die neoliberalismuskritische Position neigt wiederum dazu, den Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu einfach aus den sozialen Verwerfungen des Kapitalismus abzuleiten, ohne der eigenständigen Bedeutung von Rassismus, Sexismus und Nationalismus gerecht zu werden. Erfolgreich wird eine emanzipatorische Gegenoffensive nur dann sein, wenn sie erkennt, dass die Demokratie, die es zu verteidigen und die es zu demokratisieren gilt, im Zangengriff von autoritärem Populismus und autoritärem Kapitalismus bedroht wird. Was heißt das jetzt für eine emanzipatorische Gegenposition, die auch und gerade bei Linken und in der gesellschaftlichen Mitte populäre Notwehrthese verengt eine komplexe politische Konstellation auf ein bipolares Gefüge? Hier die liberalen Eliten, dort der Widerspruch der deklassierten kleinen Leute, egal welcher politischer Couleur. Hier die neoliberalen Kosmopoliten, dort die schutzbedürftigen Kommunitarier. Um vielleicht diese Bipolarität noch einmal auf den Punkt zu bringen, mit Wolfgang Strick zitiert, der es sehr stark vertritt, der Riss zwischen denen, die andere als Populisten bezeichnen und denen, die von ihnen als solche bezeichnet werden, ist heute die dominante politische Konfliktlinie in den Krisengesellschaften des Finanzkapitalismus, also ähnlich wie bei Stegemann, nicht der Riss zwischen Rechten und Linken. Dirk Jörg und Oliver Nachtwey haben jüngst in einer Veröffentlichung eine Repräsentationslücke für linksautoritäre Positionen identifiziert. Also von Positionen, die sich aus gesellschaftspolitisch autoritären, nationalistischen, rassistischen, chauvinistischen Positionen und sozialpolitisch linken Positionen zusammensetzen. Und sie fordern jetzt tatsächlich, nicht die Identitätspolitik als solche führte zur Entfremdung von der Sozialdemokratie, sondern ihr Unvermögen, beide Aspekte in einer Weise zu verkoppeln, die auch für tendenziell linksautoritäre Menschen überzeugend gewesen wäre. Und hier möchte ich fragen, wie bitte soll eine antirassistische, antisexistische Politik so formuliert werden, dass sie für gesellschaftspolitisch autoritäre Menschen anschlussfähig ist? Also wir sind hier tatsächlich in einer Quadratur des Kreises und natürlich auch in einer an einem Punkt, wo man darüber diskutieren könnte, sollte, ob man einer solchen Politik wirklich das Etikett links geben möchte. Ich würde sagen, nein, eine emanzipatorische Perspektive ist nicht links und autoritär gegen liberal. Emanzipatorische Ansätze müssen die vermeintliche Bipolarität von sozial gleich national und kosmopolitisch gleich neoliberal radikal zurückweisen und einen dritten Pol etablieren. Wir haben nämlich keine bipolare Situation. Einen dritten Pol, der die vermeintlich konträren Pole Kosmopolitismus, Antirassismus und soziale Frage verbindet. Es geht also um eine Politik, die ebenso in der Lage ist, die globale Ungleichverteilung von Vermögen, Einkommen und Lebenschancen zu skandalisieren und perspektivisch zu überwinden, wie dazu jedes Zugeständnis an nationalistische, rassistische und patriarchale Identitätsangebote als vollkommen inakzeptabel zurückzuweisen. Und manchmal muss man vielleicht das Rad nicht neu erfinden, sondern es lohnt sich, das möchte ich als letzte Folie in Erinnerung rufen, einmal zurückzuschauen, nämlich ich möchte Sie mitnehmen ins Jahr 1907 auf den Kongress der Sozialistischen Internationale, wo die Resolution Arbeiterklasse und Einwanderung verabschiedet wurde. Es geht auf dem Kongress darum, dass durchaus, und das finden wir in den aktuellen Debatten hier auch, die Probleme angesprochen werden, die für Arbeiter und Arbeiterinnen durch eine neue Konkurrenz auf den Arbeitsmarkt entsteht, von Menschen sozusagen, die unter anderen Bedingungen zuvor gearbeitet haben. Diese Problemdiagnose wird aber, anders als in den Zitaten, die ich eben vorgetragen habe, gerade nicht dann in eine Spaltungslinie zwischen Armen und zwischen eingewanderten und einheimischen Arbeitern aufgemacht, sondern der Kongress erkennt die Schwierigkeiten, das habe ich schon gesagt, er sieht jedoch in der übrigens auch vom Standpunkt der proletarischen Solidarität verwerflichen Ausschließung bestimmter Nationen oder Rassen von der Einwanderung kein geeignetes Mittel, diese Probleme zu bekämpfen.
und empfiehlt daher Maßnahmen wie den Arbeitsschutz oder den Mindestlohn und betont Abschaffung aller Beschränkungen, welche bestimmte Nationalitäten oder Rassen vom Aufenthalt in einem Lande und den sozialen, politischen und ökonomischen Rechten der Einheimischen ausschließen oder sie ihnen erschweren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Frau van Dijk, herzlichen Dank für diesen Einblick, der mit verschiedenen Begriffen, Kategorien gearbeitet hat, der in Kölner Lebendigkeit und Rheinländer Lebendigkeit dargeboten wurde. Es ist gute Tradition im Hygienemuseum, es stehen zwei Mikrofone zur Verfügung, wo Sie jetzt Fragen oder Kommentare mit anbringen können. Damit Sie Mut fassen, um vorzukommen in den Gang an die Mikrofone, würde ich eine Frage anschließen oder mit einer Frage beginnen. Sie hatten ja davon gesprochen, vom weisen Mann und seiner Bevorzugung. Sie haben viel zum Alter gearbeitet. Wie würden Sie das denn damit einkategorisieren? Denn normalerweise, wenn man auf das Wahlverhalten rechtspopulistischer Parteien im Moment schaut, ich will es gar nicht auf die AfD verkürzen, stellt man ja schon fest, dass es nicht nur der weise Mann ist, sondern eben auch der, der Anfang 50 ist und ein gewisses Alter erreicht hat. Ja, das Alter spielt natürlich insofern eine Rolle, also vielleicht in dem Sinne wirklich weniger die Frage, wie alt sind die Leute, sondern aus welcher Generation sind sie, ne? Unter welchen Bedingungen sind sie sozialisiert und aufgewachsen worden. Und natürlich ist das Alter in der Hinsicht bedeutsam, als dass es entscheidend darüber ist, ob ich quasi mit den Sicherheiten und den sozialen Absicherungen der Nachkriegsjahrzehnte, sei es jetzt im Westen oder im Osten, sozialisiert bin oder ob ich die selber gar nicht mehr kennengelernt habe, weil ich quasi danach geboren bin, ne? Das heißt, die Abstiege Ost wie West, die für bestimmte Gruppen der Lohnarbeiten erfolgt sind, die zeigen sich natürlich für Männer der jüngeren Altersgruppen, die unter diesen Bedingungen gar nicht mehr erwerbstätig waren in anderer Weise. Das ist schon relevant. Ring frei. Ja, guten Morgen. Ich habe mal eine kurze Frage. Sie hatten ein Zitat, ich habe leider vergessen, von welcher Person es war, wo es über Linkspopulismus geht. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt ein kleines bisschen ein Problem, das irgendwie zu verstehen, was jetzt Linkspopulismus wirklich sein soll. Das ist wie mit Links- und Rechtsextremismus, die Ursprünge und das, wofür man einsteht, ist halt einfach was komplett anderes. Und da wäre das nicht schlecht, wenn Sie vielleicht nochmal kurz sagen könnten, inwieweit Linkspopulismus gemeint wird, weil immer dieser Vergleich von links und rechts hinkt halt absolut, meiner Meinung nach. Danke. Sollen wir sammeln oder solche? Also dass die Gleichsetzung oder dass das total hinkt, da stimme ich Ihnen natürlich total entgegen, ne? Das war jetzt gar, das war hier auch nicht mein Anliegen, ne? Sondern es kam in dem Zitat von Bernd Stegemann, als es darum ging, dass Rechts- und Linkspopulistinnen gemeinsam gegen den Neoliberalismus antreten sollten, ne? Dahinter verbirgt sich ja insbesondere vielleicht als bekannteste Stichwortgeberin Chantal Mouffe und quasi eine explizit linkspopulistische Position hat zum Beispiel die spanische Partei Podemos auch im Rückgriff auf jemanden wie Mouffe für sich in Anspruch genommen. Und es ist schon diejenigen, die quasi auch wie Andreas Nölke linkspopulär für einen Linkspopulismus eintreten. Ich würde sagen, das unterscheidet sich schon davon, einfach nur insgesamt zu sagen, es ist eine eher linke Position. Es ist eine Position, die zwar nicht mit einem völkischen Wir arbeitet, die aber trotzdem mit einer sehr starken Kontrastierung von Eliten und Bevölkerung arbeitet, mit ganz anderen Inhalten dann aber an dieser Stelle. Das wäre jetzt noch mal eine längere Diskussion, ob das überhaupt unter den Bedingungen eigentlich eine auch strategisch und politisch kluge Idee ist, den Populismusbegriff in dieser Form zu benennen oder zu besetzen. Ich finde das nicht, aber das wäre tatsächlich noch mal eine ganz eigene Debatte, ja. Okay, Felix Schilk vom Institut für Soziologie der TU Dresden. Danke für den Vortrag und diese scharfe Kritik an der Notwehrthese. Ich habe mich gewundert, es gibt meines Erachtens noch zwei analytische Konzepte, die sehr tragfähig sind und im Rechtspopulismus zu verstehen. Das ist einmal sind das sozialpsychologische Konzepte des autoritären Charakters, ja. Und das zweite wäre der Antisemitismus. Wenn wir uns diese Dichotomie angucken, der hart arbeitenden Arbeiterklasse und die abgehobenen Kosmopoliten, dann folgt das ganz klar einer antisemitischen Kodierung. Und ich frage mich, warum Sie diese Engführung auf Rassismus gemacht haben und glaube, dass das ohne eine Beachtung dieser beiden anderen Ansätze eine leere Hülle bleibt. Mhm.
Würde ich Ihnen total zustimmen. Warum ich die Engführung auf Rassismus gemacht habe, das ist tatsächlich dem Kontext und der Zeit geschuldet. Und es ist dem Umstand geschuldet, dass das so, dass die Perspektive in der aktuellen Debatte am stärksten eine Rolle spielt, auch gerade in ihrer Dethematisierung. Aber wenn man jetzt länger konzeptuell redet, dann müsste man natürlich darüber sprechen, wo wir hier auch eine Rückkehr des Antisemitismus haben. Und die haben wir zum Beispiel insbesondere auch darin, und das finde ich ganz erstaunlich, in dieser permanenten Problematisierung von Kosmopolitismus, auch von links, und wo quasi auch die Implikationen dieses Konzeptes sehr stark eben auch in den 20er, 30er Jahren sozusagen von Juden als vaterlandslosen Gesellen, also diese antisemitische Konnotation tragen viele kosmopolitische Konzepte mit sich. Darüber könnte man jetzt definitiv auch lange reden. Und Sie haben vollkommen recht, mit mehr Zeit wäre jetzt nochmal zu gucken, wo sind die Studien zum autoritären Charakter hier anschlussfähig. Und ich habe es nur einmal kurz erwähnt, und das konnte ich jetzt einfach in der Kürze nicht leisten, wenn man die Ableitung ablehnt, dann muss man natürlich anfangen zu gucken, wie wird sozusagen ökonomische Deklassierung, sozialer Unmut, autoritär, rassistisch, antisemitisch verarbeitet. Und das müsste man dann in dieser Breite tun, was ich jetzt in der Kürze nicht leisten konnte. Okay. Herzlichen Dank, Marta Kosowska-Makato, Forum Migration und Demokratie, TU Dresden. Ich habe eine Frage in Bezug auf unterschiedliche Art von Eliten. Also wir haben einfach die wirtschaftliche Eliten und dann haben wir einfach die Intellektuelle, die politische und so weiter, also Politikwissenschaftler und Soziologen versus Ingenieure. Ja. Ich zuspitze das jetzt ein bisschen. Und ich sehe so ein Problem mit diesen Verbindungen von Wirtschaft und Rechtspopulismus, obwohl ich eigentlich Ihnen zustimme, aber ich finde hier so eine Inkonsequenz, weil eigentlich die wirtschaftliche Eliten eigentlich zu Eliten von Rechtspopulismus werden. Und wenn der Donald Trump ist kein White Trash, obwohl sie so darstellt. Ja. Andrej Babiš in Tschechien auch ein Multimillionär ist und eigentlich, ja. Warum sind die Menschen einfach gegen politischen Eliten, aber nicht gegen die wirtschaftlichen Eliten, die eigentlich diese ganze Ungleichheit geschafft haben? Absolut. Also ich finde, das ist ein super entscheidender Punkt. Ich habe eben nur einmal ganz kurz gesagt, ne, es gibt so eine Nostalgie für so einen einfachen Oben-Unten-Konflikt. Und da habe ich nur kurz gesagt, und wenn man jetzt genauer hinguckt, stellt man nämlich fest, dass es weder mit dem Oben noch mit dem Unten so einfach ist. Ne? Und ich habe dann aber mich in der Situation auf das Unten konzentriert. Und es ist absolut richtig. Ich finde, mehrere Sachen sind zu dem Oben oder zu den vermeintlichen Eliten oder dem Establishment zu sagen. Das eine ist genau das, was Sie gesagt haben. Georg Seslin hat das für die USA unter Trump wirklich, finde ich, hervorragend analysiert, zu zeigen, dass es eben keine pauschale Establishment- oder Elitenkritik ist, sondern das, was man mit Trump beobachten kann, ist, wie sozusagen sich die Bevölkerung mit Teilen der ökonomischen Eliten gegen die kulturellen und politischen Eliten verbündet. Das ist das eine. Ne? Also diese, was Sie auch angesprochen haben, ne, diese Trennlinie zwischen ökonomischen und politischen Eliten und dass jetzt ausgerechnet Teile der ökonomischen Eliten sozusagen zur Subversion der politischen Eliten aufrufen. Das andere ist, ist sozialstrukturell total interessant, auch wenn man sich das jetzt zum Beispiel für den deutschen Kontext anguckt, wer alles vermeintlicher Teil dieser Eliten sind. Das sind prekär schreibende Journalistinnen, linke Wissenschaftlerinnen auf befristeten Zeitverträgen. Ne? Also gerade diese Konstruktion der kulturellen Elite und der vermeintlichen Meinungselite, da ist es jetzt auch wieder eine Frage, was ist das eigentlich für ein Elitenbegriff an dieser Stelle? Und insofern würde ich zustimmen. Und da strickt aber eine ganz schön breite Palette von Akteuren dran mit, die Konflikte immer wieder in dieses Oben und Unten zu bringen, in dieses viel zu einfache Oben und Unten und dann eben an der Stelle, und dazu lädt diese Bipolarität ein, dann eben sozusagen im Unten auch noch den Unterschied zwischen rechten und linken Kritiken zu verwischen. Das würde ich auch so sehen. Gibt es noch weitere Anmerkungen oder Fragen? Dann würde ich mit einer... Ja? Ja, Sie dürfen noch. Hallo, ja. Vielen Dank für den Vortrag. Micha Steinwachs vom AWO Landesverband Sachsen. Ich habe eine Bemerkung. Ich fand das theoretisch fand ich ziemlich raffiniert, was Sie ganz zum Schluss gemacht haben, nämlich dass Sie die Identitätspolitik der Privilegierten so hervorgehoben haben, also quasi den Verteidigern der Notwehrthese sozusagen die reingezogen haben in das Identitätspolitische. Und dennoch muss ich so ein bisschen
überlegen und fragen, naja, also kann man jetzt in Deutschland irgendwie Hartz-IV-Empfängenden wirklich vorschreiben, sie sind jetzt eigentlich Privilegierte? Und also so habe ich es ein bisschen verstanden, weil sie halt meinten, dass diejenigen, die jetzt irgendwie groß auf die Straße gehen, so eigentlich zu einer privilegierten Klasse gehören und dass so Forderungen von unten, da musste ich irgendwie an Hartz-IV-Empfängende denken, dass ich die jetzt nicht so wirklich unter die Privilegierten fassen würde. Nee, das würde ich in dieser Form auch nicht sagen, worum es mir geht. Und deswegen war mir aber auch die Einbettung am Anfang mit sozusagen den neoliberalen Verunsicherungen so wichtig. Mir ist es aber schon wichtig, um es jetzt am Beispiel der Lohnarbeitenden zu machen, dass ich eben gesagt habe, natürlich sind die Menschen trotzdem unter den Bedingungen auch ausgebeutet. Es gibt aber trotzdem quasi sexistische und rassistische Privilegien, die dann eben genutzt werden, um sich von den anderen als Konkurrenten abzugrenzen. Und sozusagen sich diese Privilegien bewusst zu machen, bedeutet jetzt nicht, dass die Personen in jeglicher Hinsicht privilegiert sind. Das sind sie als Hartz-IV-Empfängerinnen natürlich nicht. Aber das Problem ist, worauf ich hinweisen wollte, ist, wenn die berechtigte Kritik an der Deklassierung als Hartz-IV-Empfängerin nicht quasi durch quasi eine solidarische Politik, sondern darüber geführt wird, dass man die eigene Position verbessern möchte, indem man ständische Privilegien behält, die zum Beispiel Geflüchtete oder andere Bevölkerungsgruppen nicht haben, dann bedient man sich in dieser deklassierten Position Teilprivilegien, um sich in dieser Position zu schützen. Es wäre aber falsch verstanden zu sagen, es ist damit eine durchgängig privilegierte Position. Aber es ist natürlich auch genau das, was wir erleben. Und das ist auch genau das, was man in der US-amerikanischen Geschichte sehen konnte. Und was ja das Fatale ist, dass dann eine Spaltung der Deklassierten darüber erfolgt, wenn es gelingt, Teile davon über ständische Privilegien gegen andere Teile der Deklassierten in Stellung zu bringen. Also darum geht es mir. Aber es wäre aber gut, dass Sie es nochmal sagen, es geht nicht darum, die sind pauschal und in jeder Hinsicht privilegiert, aber sie haben unter besonderen Bedingungen und jetzt gerade gegenüber Migrantinnen natürlich eine Ressource, die sie gegenüber diesen Kräften mobilisieren können. Sie reden sehr überzeugend gegen die Privilegien. Trifft das unsere soziale Wirklichkeit wirklich? Wenn ich mir anschaue, was die Deutsche Bahn veranstaltet, dann gibt es extra Schalter für Bahnkomfortkunden und andere. Bin ich froh, dazu zu gehören. Wenn ich mit dem Flugzeug reise, da gibt es immer extra Aufrufe für all die Senatoren und was es alles gibt. Ist das nicht so ein menschlicher Grundzug, dass wir uns gerne unterscheiden wollen und gerne solche Privilegien haben wollen? Zumindest die Wirtschaft reagiert ja auf dieses Bedürfnis an dieser Stelle. Ja, da würde ich jetzt fragen, wer ist das Wir, ne? Also kann sein, dass viele Menschen gerne Privilegien haben wollen und das sind natürlich genau die gesellschaftlichen Kämpfe, die ausgefochten werden. Worum es mir aber geht, ist, dass es eben, das sind jetzt vielleicht Petitessen, die Sie angesprochen haben, wann ich jetzt das Flugzeug besteigen darf und dass es quasi dass es eine Sehnsucht nach alltäglichen Formen der Distinktion gibt, kann sein, aber mir geht es ja wirklich um strukturell verankerte Privilegien, was weiß ich, wenn wir uns den Gender Pay Gap angucken oder so, dass ich, und da kann ich noch so viel darüber diskutieren, dass sich ganz viele Antidiskriminierungsmaßnahmen haben und dass in vielen Bereichen jetzt auch Frauen zu sehen sind, dann ist das natürlich was, worauf ich als Soziologin hinweisen muss, dass wir eben auf so einer strukturellen Ebene weiterhin Menschen privilegiert sind, auch wenn sie sich vielleicht selbst nicht in jeder Situation als solche wahrnehmen. Ich finde, Sie werfen jetzt so eine Grundfrage auf, haben Menschen das Bedürfnis, sich von anderen abzusetzen oder besonders zu sein, und das wirft natürlich aber nochmal die Frage auf, aber muss das sozusagen in der Form der Diskriminierung oder der Unterdrückung anderer geschehen, also muss das an eine Hierarchie gebunden sein, und das wäre nochmal eine ganz neue Diskussion. Ja, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, herzlichen Dank, Frau Professorin van Dijk, für Ihre Einblicke in soziologische Positionen. Danke.